Und weiter geht's bei The Last Story. Nachdem wir im letzten Part endlich zurückgeschlagen wurden und Callisto uns eher mehr oder weniger links liegen gelassen hat, sind wir hier noch ein bisschen am Feiern, und zwar mit Cyrene. Zumindest mehr oder weniger. Ja. Wie gesagt, wir wurden zu Rittern erkoren. Das wurde in einer mehr oder weniger, ja doch, finde ich eigentlich doch, recht eindrücklichen Zeremonie vonstatten gehalten. Und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Laut dem Grafen werden wir jetzt zwar wieder den Gurak-Kontinent betreten. Und dann die Guraks. Komm her und chat für ein bisschen. It'll be great. Ja. Careful, Zale. You won't escape till morning. Was Cyrene wohl mit uns vorhat. Ja, jedenfalls. Darf ich bitte mal ausreden? And the next morning. Ja, was war dann? Gut, während dem Ladebalken, ich hoffe, der dauert 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden. Egal. Wir wachen wieder in unserem Bett auf, was mich ein bisschen verwundert, wenn man bedenkt, dass wir gerade mit Cyrene offenbar durchgefeiert haben. Ja, wie gesagt, der Graf will ja mit uns, natürlich, also, ja, eigentlich mit der ganzen Truppe, vor allem mit Dagran und Zale, die wurden ja zu Rittern erkoren, will auf den Kontinent der Guraks reisen. Denn nun hat er das Gefühl, dass er mit dem Mal des Fremden in der Lage sind, die Guraks ein für allemal aufzuhalten. Oh, hat mich Cyrene wohl doch noch mehr betrunken gemacht, als ich gedacht hätte. Mann, die Alte, hey. Ich war wohl sturzhagelbetrunken voll, und jetzt ist mittlerweile schon Mittag und die anderen sind schon längstens wieder auf und davon. Naja, ist ja super. Also eigentlich direkt hinterher, aber noch nicht ganz. Ich will zuerst noch schnell zu Hoes vorbeigehen und soweit es geht noch etwas upgraden. Wir haben ja zwei neue Gnomen Silber, das müsste doch eigentlich reichen. Klopf, klopf. Hallo, Hoes. Ich frage mich gerade, den Fluch entfernen. Haben wir eigentlich etwas? Stimmt, Reptidenflamme. Wem gehört denn das Schwert? Entfernen, ja. Fluch entfernt, Schnitter, Fluch entfernt. Wir haben ja genug Licht des Fremden. So, Waffenschmieden gibt es echt nichts mehr. Sonst wären, brauche ich ja Salamanderknochen, wo auch immer man die herkriegt. Ich dachte, ich hätte noch was gehabt, was man noch abgehen könnte. Irgendwie was von den Reptilienkämpfern oder so. Wo war das jetzt? Schwert, Schwert, ne. Reptilienklinge? Gut, die sowieso. Ja, da war ich wieder eine Sylphenszene, die ich nicht habe. Ja, wieder mal super, ey. Ritualdolch. Die brauche ich auch nicht mehr, was. Okay, Reptilienklinge, mal schauen. Macht die noch was oder kostet die nur Geld? Reptilen Reißzahn. Und das war der letzte. Wir haben keinen Reptilen Reißzahn mehr. Aber trotzdem, hey, 325. Ja gut, das Problem ist, es richtet nur bei Reptilen Kämpfern Schaden, also vor allem besonderen Schaden an. Und wir haben gar keine Reptilen Gegner mehr, oder fast keine mehr. Und Gurak kriegen bevorzugt. Schon Gurak, ja. Ist auch schon plus 5. Der Reißen, ich kann nicht noch irgendwie ausrüsten. Und plus 5 wäre auch nicht schlecht. Ja, für Zale eigentlich, oder? Das Sonnenschwert ist zwar gut und so, aber... das andere macht mehr Schaden. Ja, ich würde auch sagen, das Sonnenschwert, das legen wir mal beiseite, bis wir endlich den Salamanderknochen haben und das damit upgraden können. Ich glaube, hier ist eh schon zu weit oben, da mache ich noch mehr. Richter plus 5. Auch noch ziemlich stark. Sie hätten noch den Reißzahn plus 4. Der macht irgendwie weniger Schaden, oder? Kann das sein? 330. Okay, Leute. Wird wohl langsam Zeit, die Waffen abzuwechseln. Ja, Gladiator ist auch... Für die Katze, der ist sowas von schwach, ey. Salamanderknochen auch beim leisen Tod. Oh je, gut, Rüstung schmieden, haben wir da noch was? Schwere Rüstung. Upgrade, und nun nochmal, das letzte Mal, Schwere Rüstung plus 6. Soll noch weiter hochgehen, hey, ist das übel.
Man sieht gar nichts. Zumindest optisch nicht, oder? Nee. Die Rüstung bleibt so, wie sie ist. Gut, dann tauschen wir mal die Schwerter aus. Zumindest die Waffe oder die Waffen allgemein. Was war jetzt das für eine Waffe, die ich da im Auge hatte? Sieht aber nicht so gut aus. Ich dachte, ich hätte noch eine Waffe gehabt, die uns stärker macht, aber offenbar nicht. Nee, sieht so aus, als wäre das Sonnenschwert das Stärkste, das wir haben. Gut. Kalista, die kämpft eh nicht mit. Zumindest gerade nicht. Da kann ich eine zweite Waffe, aber den Gladiator, den könnte ich doch mal ersetzen. 617! Ja, nicht schlecht. Der Schnitter macht ein bisschen mehr. Sense des Todes kommt einem Hieb Köpfe abtrennen. Ausfallschaden mal 1,5. 5% Chance auf Soforttod. Ist ja übel. Aber hier, Rapier. Versteckende Effekt von Magie. Kein Attribut. Ja, nicht gerade viel. Angriff an das Element Stern. Was auch immer das bedeuten soll. Dämon plus 5 bei ihm. Wieso kann er den Dämon ausrüsten und bei uns macht er uns schwächer, hä? Nee, jetzt wieder nicht, hä? Okay. Ja, weil das wollte ich ja eigentlich. Oh, vorhin kann ich richtig ausrüsten oder was? Na egal. 87, was waren da jetzt noch? Hat noch was anderes Gutes? Oder auch nicht. Retinklinge plus 4. Ja. Richter plus 5. Kettenangriff werden erleichtert. 10% Chance bei Kettenangriffen. Ja gut, ich gebe mal einen Richter. Dann kriegen wir statt des Sonnenschwerts den Dämon ab. Voll die heftige Waffe, schätze ich mal. Sirene. Dir könnte ich eigentlich das Sonnenschwert geben, wa? Rapier, Rapier. Ausgabeschaden durch Wandsprung mal 1,5. Ja, die macht ja nie einen Wandsprung, von daher. Das ist ja auch scheiße. Ja, und sonst macht sie alles auch schwächer. Gut, kriegst du mal vorübergehend das Sonnenschwert? Mit dem Eiszahn, das kann ich dann noch machen. Ja, alles andere macht sie auch schwächer. Ja, okay, okay, bleib ich dabei. Jurik, bei dir ist es eigentlich gut so. Vor allem das Memento ist ja. Ja. Die bevorzugte Waffe für ihn. Müsste zwar noch upgraden, aber das Problem ist halt, ich kann es noch nicht upgraden. Ritualdolch dabei, einen anderen. Ja, das ist das von Kalista, oder? Die hat doch einen Ritualdolch, stimmt. Die hat auch so ein niedriges Level. Und ist ja gar nicht bei uns. Ritualdolch. Alle haben einen Ritualdolch. Na gut, sie ist nur 30. Ja, wie gesagt. Nee, 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 ich bleib dabei. Moment, kann ich das echt nicht upgraden oder so? Moment mal, wenn ich schon mal hier bin. Mache das doch noch mal schnell. Ja, ich weiß, es dauert seine Zeit und so, aber die Zeit müssen wir uns halt einfach nehmen. Moment, was brauche ich jetzt da? Den Adelsring, das war ja der Scheiß. Wo kriege ich denn den bloß? Rüstung schmieden, kann ich noch was machen, was die gerade bei sich tragen? Ist einfach alles nur Gnomensilber, Gnomensilber, Gnomensilber. Oh, Gnomenkupfer. Gnomenkupfer. Gnomensilber. Jetzt sonst noch was wir gerade tragen. Gnomenkupfer. Gnomenkupfer. Und nochmal. Und weil es so schön war, nicht mehr. So, was haben wir jetzt noch alles? Noch die zwei. Dö, ene, mene, mu und raus bist du. Gut, hätten wir das auch. So, Freunde, das war's aber endgültig. Auf zum Schloss. Aber vorher noch kurz abspeichern. Tsching, tsching. Ja. Dankeschön. Mal kurz auf der Karte schauen, welcher wäre der schnellste Weg. Das ist da oben, war das heißt eigentlich genau durch die Mitte wäre der schnellste Weg. Durch den Zentralplatz. Ja,
Dieses Glücksschwein. Gibt es nichts Schönes? Marie, wo bist du? Marie! Wer auch immer Marie sein soll. Bist du Marie? Nö, bist du nicht. Wer ist Marie? Marie, Marie. Der kleine Junge sucht Marie. Und rein ins Schloss. Und auf zum Grafen und zu unseren Freunden. Ladevorgang, Ladevorgang. Und er lädt und lädt immer noch. Sei Wayne, was machst du denn hier? Und schon lässt der Knacke uns rufen, als wären wir seine Diener. War ja klar. Ja. Ich meine, du warst ja auch dafür, dass wir zu Rittern erkoren werden. Also darfst du dich jetzt auch nicht beschweren. Nee, nee, nee. Das ist nicht die feine, damenhafte Art. Obwohl, sei Wayne und damenhaft? Diese zwei Wörter sollte man in einem Satz lieber nicht erwähnen. Wäre vielleicht ein Großangriff? Was weiß ich denn? Quatsch ihn halt mal kurz an. Ja, ja, ja. Die anderen kommen doch gleich. Nur die Ruhe. Let's chill, sagt er dazu nur. Beziehungsweise let's chill mit einem Schweizer, wa? Dagrin, when did you get here? Not long before you did. The Count and I were just discussing matters. Ja, vermutlich hat er hier sogar übernachtet. Today we will set forth for the Garak continent. Huh? Today? My lord, isn't that a bit too soon? Surely the fleet needs time to prepare. I can certainly understand your doubts. Dagrin, tell him. There's a legend on this island of a fortress that crosses the seas. What? What does that even mean? It's just what it sounds like. A fortress you can steer like a ship. Once upon a time, it charged across the sea and drove the Garak from the Empire. So the story goes, anyway. The founder of the House of Arganon left writings about it. But no one alive today has seen it for themselves, and no other evidence remains. According to those writings, however, a man with the mark of the Outsider will have the ability to reawaken the fortress. Ah, jetzt kapiere ich. Aha, so the one who can bring back this legendary fortress is our very own Zael. Exactly. And we're going to turn that legend into a reality. We're going to a place under the castle called the Realm of Ascendancy. And what's that when it's at home? It's a sealed area. One that will open only for the man who bears the mark of the Outsider. When he gets there, Zael will need to reach out to the island itself. In order to uncover the Fortress of Legend. Of course, there's some kind of trial we have to pass before we can get there. Oh yeah? What kind of trial are we talking about? It's best if we see it for ourselves. That's all the Count said. If he doesn't know, why doesn't he just admit it? Sren. It is time for you to prove your loyalty. Das klingt nicht gut. Nee, das klingt gar nicht gut. Das klingt so, als würden wir gleich in eine riesige Falle laufen. Ja, vermutlich eine Falle von Chiral. Oh mein Gott. Hä? Schlosshof? Da bin ich doch jetzt. Darunter? Militärflügel. The Count is waiting in the castle depths. Ja, und wie komme ich jetzt dahin? Schlossgewölbe, wo bist du? Und wer bist du? How do they expect us to finish these repairs in only 3 days? Some people just have no grip on reality. Oh, hey there. You want me to improve all that shiny equipment you've got? Leave it to me. I won't charge much. Bezweifle ich irgendwie, dass er da noch was rausholen kann, aber gut. Mal schauen, was er noch so machen kann. Weil ich aber gar keine Items mehr, die ich dazu verwenden könnte, von daher bezweifle ich seine Euphorie. Na, wie sieht's aus? Nee, was habe ich gesagt? Ja klar, ich kann den Gurak-Dolch aufrüsten, bringt da grausam viel. Okay, er wartet uns also im Gewölbe, wo auch immer das sein soll.
Haben wir vielleicht eine Karte? Auch nicht. Verflixt und... Moment mal, Aussichtsplattform, da hieß doch was davon. Soll irgendwas da auf der Aussichtsplattform sein? Hier und da ein Perito. Die auch nichts drauf haben. Ja gut, versuchen wir es mal, oder? Was sagt die Uhr? Ja, wir haben noch etwas Zeit. Etwas Zeit gebe ich uns noch. Unterirdische Grabstätte. Kanonenkontrollraum. Nee. Aussichtsplattform muss genügen. Dass die Menschen zu dieser Zeit bereits so etwas Ähnliches wie Lift kennen, ist schon erstaunlich, oder? Was ist passiert? Was war das gerade? Wow, super Aussichtsplattform. Sieht man ja grausam viel. Das war wohl ein Fehl. Ja, hier ist relativ wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber schöne Aussicht. Zumindest das. Dann geht's wieder runter. Was? Nicht zurück. Militärflügel. Irgendeine geheimnisvolle Macht steuert diese Lifte. Mysteriös. Und vollkommen unrealistisch. Also mich würde echt mal die Energiequelle hier interessieren. Was das wohl ist und wie das funktioniert. Aber gut. Das ist doch irgendwie was vom Schlosshof. Da war ich doch vorhin gerade und da gab es gar nichts. Das ist auch nur ein langer, langer Gang. Was gibt's denn hier noch? Nee, komm ich gar nicht durch. Hier gibt es mich nichts mehr zu holen, was irgendwie scheiße ist. Was sagst du dazu? Ja, Schlosshof stimmt schon, aber... Wo geht's denn bitte schon hier weiter? Eine Frage nach der anderen, aber einfach keine Lösungen. Bitte ja. Master Zale, please use the secret stairs to enter the castle depths. Here is the device to activate them. Ah, welche Vorrichtung soll das sein? Die hier? Master Zale, please ja, schon gut. Überprüfen. Ups. Ich glaube, es wird gerade das Schlossgewölbe geflutet. Toll gemacht. 1A. Aber ein super Versteck für eine Geheimtreppe. Muss ich schon sagen. The Count is waiting in the castle depths. Sag mal, Alter, was machst du eigentlich, wenn du aufs Klo musst oder was zu essen brauchst oder so? Ich meine, das ist der einzige Durchgang hier. Der ist nicht normal. Egal, frag mir nicht zu viel herum, sondern gehen direkt weiter. Schlossgewölbe, Verlies. Obwohl, der Weg zum Verlies könnte noch ganz gut brauchbar sein. Sobald wir Giralda reingeworfen haben, können wir ihn ja mal besuchen. Und ihn auslachen. Sieht gut aus hier. Und da sind ja schon alle. Wie kam jetzt Serene so schnell? Egal. Where are the others? Sorry to keep you waiting. Nicht wirklich. All present and correct. Denke schon. Yep, wir sind alle da. Wow, der schaut so grimmig. Du machst mir Angst. The Royal Ascendancy lies at the end of a passage guarded by dark spirits. These spirits will only reveal themselves to one with the outsider's power. Without it, they cannot even be seen. Zale, you must use your power to overcome them. So that's the trial.
Naturally, I do not doubt you will succeed in reaching the realm of ascendancy. However, you must leave a number of your companions here with me. Not that I expect you to betray me, but you understand. Never hurts to be careful, huh? I'll go with Zale. The rest of you wait here. May I join too? Maranya? Makes sense, doesn't it? The two of you can't heal on your own. She'll help out loads. I guess you're right. Fine. Naja, das zum einen, und zum anderen hat sie ja dringend ein Level-Up nötig. Wow, okay, kann er noch irgendwo abspeichern? Hallo, Safety First, wo bist du? Speicherpunkt. Nichts. Sonst hat es an jeder Scheißecke einen Speicherpunkt, aber jetzt, wo wir einen gebrauchen könnten? Nö, natürlich nicht. Okay, geh schon mal durch. Voll ins Nirgendwo hinein. Das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Wo zum Henker schickt uns der Graf bloß hin? Aszendenz. Nothing stirred in its desolate corridors. But there was something there. A warped presence. An inescapable feeling of dread that sullied the air. Och nö, ey. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind im Vorort der Hölle persönlich gelandet. Wow, unser Schwert, hey. Da gefiel mir das Sonnenschwert ein bisschen besser. Naja, mal schauen, wie sich die Waffe im Kampf bewährt, was? Okay, Freunde, wie es hier im Totenreich weitergeht, das seht ihr im nächsten Part von The Last Story. Und ich mache mir jetzt schon in die Hose. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.